So, ganz herzliches Hallo hier aus dem Hüpfzelt im Stadion am Schlüppbusch. Darf Sie begrüßen heute zum Rückrundenauftakt hier bei uns, bei unserer Viktoria, zum Spiel zwischen Viktoria Aschaffenburg und dem FV Illertissen. Das Spiel endete mit einem 3:0-Sieg für unsere Viktoria. Die Treffer erzielten Alex Paraschiff in der 8. Minute, Benedikt Laverti in der 22. Minute und Benjamin Bayer in der 66. Spielminute vom Elfmeterpunkt. Ja, bei mir hier vorne jetzt im Rahmen der Pressekonferenz sind die beiden Cheftrainer von unseren Gästen aus Illertissen, der Herr Bachtaler und unserer Viktoria, der Jochen Seitz. Das erste Wort hat wie immer unser Gast, Herr Bachtaler. Wie fällt Ihr Fazit zum Spiel aus? Im Direktvergleich gab es noch nie ein Unentschieden zwischen beiden Mannschaften, heute auch wieder nicht. Aber ich denke, Sie dürften nicht ganz so zufrieden sein. Ja, hallo zunächst mal an alle Anwesenden. Glückwunsch vorneweg nochmal an Jochen und an Viktoria. Ich glaube, ja, 90 Minuten hochverdienter Sieg. Wir haben uns natürlich vor dem Spiel sehr, sehr viel vorgenommen, haben zuletzt mit 14, ja, schon keine gute Leistung auf den Platz gebracht, obwohl wir danach eigentlich vom Trainer gelobt wurden für die Leistung. Aber ich glaube, der eine oder andere Spieler hat sich von der Platz ein bisschen täuschen lassen. Wir haben die Woche über das Spiel analysiert, aber haben heute natürlich von der ersten Sekunde an jetzt nicht die Leistung auf dem Platz bekommen, die man hier benötigt, um gegen eine gute Regionalliga-Mannschaft zu gewinnen. Der Spielverlauf kam natürlich heute auch dazu, dass wir relativ früh in den Rückstand geraten sind und dann in der Situation natürlich dann das 2-0 bekommen haben und dann durch die gelb-rote Karte war das Spiel früh entschieden. Und von daher, ja, braucht man keine große Analyse anstellen. Wir waren heute nicht in der Lage, hier tatsächlich Paroli zu bieten, hier was mitzunehmen. Und von daher, wie ich es eingangs schon gesagt habe, mehr als verdienter Sieg. Und ja, wir müssen schauen, dass wir unser Ziel, die Klasse zu halten, anders annehmen. Weil es redet immer jeder davon, dass der FV Illertissen über Fußball und gute Mannschaft verfügt. Ja, das ist Fußball fatal, wenn man sowas denkt. Die Realität schaut momentan etwas anders aus. Wir müssen um jeden kämpfen. Und das haben wir heute leider von Anfang an nicht auf den Platz bekommen. Von daher nochmal Glückwunsch und guten restlichen Saisonverlauf und vielen Dank. Dankeschön, Herr Bachtaler. Jochen, 3 Punkte, Heimsieg zum Rückrundenauftakt. Ich denke, du bist zufrieden wahrscheinlich. Ja, guten Abend. Ja, natürlich sind wir heute hochzufrieden. Ich glaube, wir haben heute eine Reaktion gezeigt auf das letzte Buchbach-Spiel, wo wir die Leistung nicht so auf den Platz gebracht haben. Heute war es eine ganz andere Mannschaft. Wir sind direkt gut in die Zweikämpfe reingekommen. Wir wussten, dass Illertissen gerade im Zentrum sehr spielstarke Männer hat. Das haben wir sehr gut zugestellt, sodass wir auch hinten nichts zugelassen haben. Über den großen Teil des Spiels bis kurz vor der Halbzeit war eigentlich kein Torschuss zu verzeichnen von Illertissen. Das haben wir wirklich hervorragend gemacht. Waren nach vorne immer gefährlich, waren heute auch mal ein bisschen tiefer gestanden wie sonst in den Spielen. Es kam uns heute auch zugute, weil wir gut im Umschaltspiel waren und auch die Zweikämpfe im Mittelfeld dann auch gewonnen haben. Insofern sind wir auch mit einem 2-0, glaube ich, hochverdient in die Halbzeitpause rein. Und wir wussten aber, dass natürlich 2-0 ist mehr trügerisch. Und wir wollten auch in der zweiten Halbzeit unbedingt das dritte Tor nachlegen, um dann auch ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Das haben wir dann auch geschafft. Klar, die gelb-rote Karte kam natürlich uns dann auch noch zugute. Aber ich glaube, wenn man es, der Holger hat es gesagt, über das ganze Spiel betrachtet, war es wirklich ein hochverdienter Sieg mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung heute. Und deswegen sind wir natürlich auch zufrieden. Holger, euch natürlich weiterhin alles Gute. Ich bin aber trotzdem überzeugt, dass ihr das schaffen werdet, auch wenn man natürlich die Punkte immer erstmal holen muss. Man sieht es ja in der Regionalliga, kann jeder gegen jeden gewinnen und da ist wirklich nicht so einfach, da muss man immer zu 100% Leistung auf den Platz bringen. Ja, gute Heimfahrt und weiterhin natürlich auch euch alles Gute. Und wir freuen uns heute und ab nächste Woche gilt es wieder, uns darauf vorzubereiten. In Augsburg haben wir dann wieder ein schwieriges Spiel. Und dann kommt unser Lieblingsgegner Heimstetten. Das wird auch wieder eine lustige Angelegenheit. Aber da brauchen wir auch wieder die Unterstützung der Zuschauer. Kommt bitte, unterstützt die Mannschaft und dass wir dann auch wieder so Leistungen abrufen können wie heute. Dankeschön. Ja, und Jochen, Dankeschön. Du hast beim letzten Mal, letzten Samstag, hast du 3 Punkte für heute versprochen. Vielleicht solltest du das heute dann für in 2 Wochen auch wieder tun, dann gelingt es vielleicht auch wieder. Nein. Alles gut. Gibt es Fragen der Medienvertreter hier vor Ort?
wenn das nicht der Fall ist. Für unsere erste Mannschaft geht es nächste Woche in Augsburg weiter. Das Spiel ist vorverlegt von Samstag auf Freitagabend um 19.30 Uhr. Wer trotzdem Fußball hier bei uns in Aschaffenburg gucken will, der darf gerne zu unserer U18 kommen. Die spielt am nächsten Sonntag am 13.11. um 13.30 Uhr zu Hause gegen Eintracht Bamberg. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen am 19.11., wie der Jochen eben schon gesagt hat, gegen SV Heimstetten. Mit 3 Punkten? Man weiß es nicht. Bis dahin unseren Gästen alles Gute für die nächsten Wochen, Monate, gute Heimfahrt jetzt und einen schönen Restwochenende noch. Bis dann. Tschüss.